Zeit für ein neues Review, Zeit, um auch ein Fazit diesmal zu ziehen, denn ich habe hier zum ersten Mal wieder ein Auto für euch, was ich nicht nur einen Tag oder 14 Tage bewegt habe, sondern ganze 12 Monate, und zwar den Seat Ateca 1.6 TDI Excellence. Und den schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Seat spielt ja in der Klasse des Volkswagen-Konzerns den Part des Athletikers oder auch des Dynamikers zum günstigen Einstiegspreis. So auch der Ateca. Wirklich kompakte Überhänge vorne und hinten. Wir haben hier schöne 18 Zoll Räder. Wir haben hier ein attraktives Grau-Metallic drauf. Das Fahrzeug wirkt so durchaus elegant und auch dynamisch zugleich. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Würde ich auch wieder so wählen, diese Farbkombination und auch die Räderkombination. Das Fahrwerk ist durchaus sehr straff abgestimmt beim Seat Ateca. Das ist nicht jedermanns Sache. Für den, der aber tatsächlich einen etwas flotteren Fahrstil pflegt, da wird der Ateca genau das Richtige sein, denn wir haben eine super direkte Lenkung, tolle Rückmeldung. Der Wagen geht extrem zackig um die Ecke. Und auch die Federung passt da dazu. Der Wagen liegt wie ein Brett auf der Straße. Lediglich natürlich für denjenigen, der so ein bisschen Komfortfetischist ist, da wird der Ateca einfach zu bockig sein, was das Ansprechverhalten auf kurzen Stößen betrifft. Hinter der Heckklappe des Ateca, auf dem natürlich auch der Name hier sehr schön präsent prangt. Die Heckklappe öffnet elektrisch, auch optional natürlich. Dahinter verbirgt sich ein ausreichend großer Kofferraum, wie man sieht. Ich persönlich habe hier alles Mögliche untergebracht, sowohl Kinderwagen als auch Reisegepäck. Ein bisschen schade ist, dass hier bei dem Fahrzeug kein doppelter Ladeboden verbaut wurde. Somit ist der zwar sehr tief, das ist ganz praktisch, weil man sehr hoch bauen kann. Dennoch würde ich mir den doppelten Ladeboden wünschen, da man dann einfach eine ebene Ladefläche hat, vor allem wenn man dann umlegt und nicht so einen tiefen Punkt hier zu überwinden hat, wo das Transportgut in den Kofferraum hineingeht. Wir haben hier drinnen zu ganz praktische Lehnenfernentriegelungen. Damit klappt dann die Lehne auch. Und jetzt sehen wir nämlich auch so ein bisschen das kleine Dilemma hier schon, dass wir da eben eine Stufe drinnen haben. Und die Stufe stört halt dann, wenn man wirklich den Laderaum komplett ausnutzen muss. Die Laderaumabdeckung, das ist halt auch hier eine Hutablage. Ich persönlich bin immer so ein Freund von Laderaumrollos, die man rausräumen kann. Ist ein bisschen praktischer, aber gut, darüber können wir streiten. Dann würde ich sagen, schauen, machen wir die Klappe jetzt einmal zu und dann schauen wir uns doch mal an, was sich so im Innenraum noch getan hat zum Ateca. Natürlich lebt man und arbeitet man quasi viel im Innenraum von so einem Auto über 12 Monate hinweg. So auch bei mir. 12 Monate Familienalltag, da hat der Innenraum auch ordentlich was zu tun. Und den hat er als Seat Ateca wirklich gut überstanden. Klar, 12 Monate ist jetzt natürlich für viele da draußen erst einmal eine Distanz, die sagen, ah, das ist ja langweilig. Aber dennoch 14.000 Kilometer in einem Jahr ist zumindest erst einmal eine Hausmarke und man erkennt so ein bisschen, wo geht denn die Reise eigentlich aktuell so ein bisschen hin. Jetzt nehme ich euch erstmal mit in den Innenraum hier rein und dann schauen wir uns doch mal an, was der Seat Ateca hier so alles verbaut hat und was mir vielleicht sogar fehlt oder was ich euch tatsächlich als Kaufempfehlung mit auf die Reise geben würde beim Seat Ateca. Das Cockpit hier ist auf alle Fälle sehr übersichtlich und wir haben es auch noch nicht digitalisiert. Wir haben hier kein Virtual Cockpit bekommen, sondern tatsächlich noch analoge Rundinstrumente. Ich persönlich finde diese analogen Rundinstrumente jetzt gar nicht mal so verkehrt. Die sehen recht ordentlich aus. Diese hängenden Zeiger machen das auch ein bisschen sportlich. Klar, was man so ein bisschen überlegen muss, diese Skalierung hier am Anfang bis 60 km/h geht sehr schnell. Ab dann wird es nämlich 10 km/h Schritte. Mit den kleinen Stricherl, das ja, ist erstmal gewöhnungsbedürftig, ist aber einwandfrei ablesbar. Wir haben hier einen kleinen Bordcomputer, den wir über die kleine Rolle hier am Lenkrad bedienen. Da können wir auch durchaus einige Infos abrufen, finde ich sehr, sehr praktisch, finde ich sehr, sehr gut. Also da sehen wir schon mal, vor allem die AdBlue-Reichweite, da kann ich gleich was dazu sagen. AdBlue musste ich einmal komplett auffüllen in der Zeit. Das ist also auch okay, da gibt es gar kein Problem mit.
Mein Gesamtdurchschnittsverbrauch übrigens über die Langzeit liegt bei 5,1 Litern laut Bordcomputer. Laut Berechnung sind es 5,22 Liter. Das ist ganz ordentlich, würde ich mal sagen. So viel zum Kombi-Instrument. Wir können natürlich hier dann noch die einzelnen Menüs durchklicken. Das ist alles soweit selbsterklärend und man kennt es natürlich auch aus dem Volkswagen-Konzern. Ebenso aus dem Volkswagen-Konzern kennt man das Drei-Speichen-Lenkrad. Das ist mit einem schönen Glattleder bezogen, hat aber auch so ein bisschen Patina schon bekommen nach 13.000 Kilometern oder 14.000 jetzt knapp. Muss man sagen, ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass das so eine extreme Patina bekommt. Wirkt für mich so ein bisschen speckig und sehr unschön. Ich bin jetzt keiner, der mit Handcreme Auto fährt. Hier in der Mitte haben wir das kleine Navigationssystem verbaut. Das kleine Navigationssystem reicht auch völlig aus. Das ist in diesem Infotainment-Paket mit drinnen. Hat eine Apple CarPlay-Anbindung. Das ist sehr, sehr schön. Finde ich sehr gut. Android Auto, Apple CarPlay und MiroLink gibt es hier. Ansonsten können wir uns hier tatsächlich die einzelnen Menüs durchschauen. Hier haben wir die Vernetzung mit dem Smartphone. Das Telefon haben wir hier, da ist es auch schon drinnen. Sprachsteuerung, dann gehen wir hier ins Navi rein. Ich persönlich finde dieses Navigationssystem zwar okay, aber es ist immer noch ein alter Stand von Volkswagen. Das heißt, es ist nicht so fein auflösend. Die Karte gibt nicht so viele Informationen und Details her. Zudem gibt es kein Real-Time Traffic Information, weshalb man oftmals auf Apple CarPlay zurückgreift. K bedeutet natürlich, hier gibt es die Fahrzeugfunktionen. Eigentlich sehr, sehr schön, dass man hier so ein Cupra Ateca abgebildet hat und das als 1,6 TDI-Fahrer. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Hier kann man auch noch so viele verschiedene Einstellungen vornehmen am Fahrzeug. Da kann man sich dann auch wirklich spielen und da findet jeder auch dann eine gewisse Individualität. Im Menü gibt es die ganzen Infos dann nochmal als Kacheln. Ist auch sehr, sehr fein. Wie gesagt, beim Verkehr ist es tatsächlich so, dass wir hier einfach nur auf TMC-Daten zugreifen und jetzt nicht auf Real-Time Traffic Information. Finde ich sehr, sehr schade. Ich denke mal, dass das dann kommt, spätestens wenn wir hier ein Facelift finden. Hier unten haben wir dann übrigens die Schnellwahltasten der Parkassistenten. Ich habe ihn tatsächlich nicht ein einziges Mal benutzt. Dann haben wir hier die Start-Stopp-Automatik, die wir deaktivieren können. Dann haben wir hier das verbaute 360-Grad-Kamerasystem. Das ist ganz nett, muss ich mal zugeben. Man kann das hier so ein bisschen durchschalten. Die Kamera ist gut aufgelöst, ist allerdings im Spritzwasserbereich, sowohl vorne als auch hinten, sodass sie dann durchaus schnell verschmutzt. 360-Grad-Kamerasystem, ich persönlich hätte es nicht gebraucht. Es reicht eigentlich, wenn eine normale Rückfahrkamera hier verbaut ist. Dann kommen wir weiter zu den Systemen. Natürlich der Warnblinktaster ist vielleicht ein bisschen zu weit unten positioniert, aber angenehm groß und auf alle Fälle zu finden, relativ leicht. Die Entriegelung der elektrischen Heckklappe. Dann haben wir hier die Information über, ob der Passagier, also der Beifahrer-Airbag, deaktiviert ist oder nicht. Hier sehen wir jetzt das Klimabedienteil und im Endeffekt sollten hier tatsächlich zwei Tasten eigentlich vorhanden sein. Das ist nämlich die Sitzheizung. Die wurde hier in diesem Seat Ateca nicht geordert. Finde ich persönlich fatal, sollte meiner Meinung nach rein. Winterpaket ist in meinen Augen definitiv Pflicht hier beim Seat Ateca. Die Klimaautomatik kennt man auch aus allen Fahrzeugen von Volkswagen, da gibt es auch nichts zu bemängeln. Dann hier unten haben wir ein kleines Ablagefach. Das Ganze ist hier sehr schön gummiert und es fällt auch so ein bisschen ab. Das heißt, hier fällt das Smartphone in diese Induktivladeschale sehr, sehr gut rein. Passt da, liegt da auch einwandfrei drin. Da gibt es immer steten Kontakt. Das heißt, das wird perfekt geladen. Es ist eine super, super Geschichte. Ganz klare Empfehlung. Zwei USB-Anschlüsse plus ein AUX-Eingang und ein 12-Volt-Anschluss haben wir hier noch. Dann sehen wir hier den Start-Stopp-Knopf. Dann das 6-Gang-Handschaltgetriebe. Und hier den Fahrmodi-Schalter, den wir uns durchwählen können. Ich fahre immer stets auf Individual, da habe ich mir so ein paar Sachen angewöhnt. Sport, Normal und Eco gibt es dann noch. Und ansonsten springen wir da wieder rüber. Elektrische Parkbremse und eine Auto-Hold-Funktion. Dann haben wir hier zwei Cup-Holder dahinter. Dann schauen wir mal hier rüber. Handschuhfach, da ist dann übrigens die SD-Speicherkarte für das Navigationssystem. Dann haben wir da noch ein kleines Ablagefach drin und hier passt eigentlich so
ja, so üblicher Krimskrams-Zeugs rein. Die Türablagen, da passt auch eine Flasche gut rein. Da unten sehen wir übrigens ein rotes kleines B. Das heißt, wir haben das Beats Audiosystem. Das funktioniert sehr gut, arbeitet schön, druckvoll, hat gute Bässe, fehlt sich nichts. Dann sehen wir jetzt hier die Sportsitze, beziehungsweise den sportlich ausgeformten Sitze, denn der FR hat da auf alle Fälle nochmal andere Sitze. Hier leider auch keine Schenkelauflage zum Ausziehen, dennoch super bequeme Sitze, top. Auch dieser Mikrofaserstoff hier in der Mitte ist sehr, sehr toll. Die Stoffe sind an sich sehr robust und auch gut abwaschbar. Also da ganz klare Empfehlung, hier die Exzellenz-Variante macht da einen guten Eindruck. Hier hinten sehen wir auch schon, der Kindersitz integriert, die Rundumsicht ist gut, da fehlt sich auch nichts. Dann haben wir hier übrigens den schwarzen Dachhimmel verbaut aus der D'Amica. Den würde ich euch auch definitiv ans Herz legen. Das macht das ganze Auto insgesamt wertiger. Wir haben hier noch ein Brillenfach, ansonsten auch eine LED-Innenraumbeleuchtung. Da fehlt sich nichts. Was die Verarbeitung angeht, so sind die Materialien durchweg sehr gut. Es gibt hier kein Knistern, kein Knarzen. Und das über die 12 Monate hinweg, da fehlt sich gar nichts. Also qualitativ gab es hier auch nichts zu bemängeln über die gesamte Distanz, zumindest im Innenraum. Über 12 Monate hinweg hat der Seat Ateca den Alltag hier der Ubi-Tested-Familie überstehen müssen. Er ist durch mehrere Hände gegangen, es durften ihn hier mehrere Leute fahren. Es wurden wirklich Kurzstrecken- als auch Langstreckenkilometer mit dem Wagen abgespult. Er wurde sowohl flott als auch ruhig bewegt. Wir haben einen insgesamten Durchschnittsverbrauch, eben wie schon erwähnt, von 5,2 Litern gefahren über die Distanz. Das ist sehr, sehr gut. Es gab auch Langstreckenfahrer, die mit dem Wagen mit 4,6 Litern ausgekommen sind. Und wer ihn wirklich flott drangenommen hat, der ist eigentlich nie über die 6,5 Liter gekommen. Das ist wirklich der große Pluspunkt an diesem Antrieb, den 1,6 Liter TDI mit 115 PS und 250 Newtonmetern. Rund 10,5 Sekunden braucht er auf Tempo 100, läuft knapp über 180 km/h. Das ist alles völlig ausreichend für den Alltag. Leider ist die Laufkultur des 1,6 TDI nicht wirklich schön. Man hört ihn sehr deutlich nageln. Er hat ein großes Problem mit dem Anspringen. Er springt sehr verzögert an. Er braucht sehr lange, bis der Motor wirklich dann anspringt. Vor allem, sobald es tatsächlich draußen unter 5 Grad Außentemperatur hat, ist es echt ein riesiges Thema für diesen Motor. Mir persönlich ist das definitiv einfach ja, zu unharmonisch, was dieser Motor leistet, trotz des geringen Verbrauchs. Ich persönlich würde ganz klar sagen, die 1.700 Euro Aufpreis, die könnt ihr euch sparen. Nehmt einfach den 1,5 TSI mit 150 PS, seid ihr besser beraten, ganz klare Geschichte. Fahrwerk, ja, toll. Ganz ehrlich, es gibt kaum ein SUV, was sich so fahragil bewegt wie der Ateca. Also das muss ich ganz klar sagen. Schon mit diesem kleinen Motor, es ist eine tolle Lenkung, die super direkt anspricht, ein gutes Feedback bietet. Die Federung ist zwar ein Tick zu straff, würde ich jetzt einfach mal sagen, für den Alltag, aber völlig ausreichend. Ja. Also man merkt, das ist schon eine Ausrichtung Richtung Sportlichkeit und Dynamik. Das kann der Ateca aber auch. Also er fühlt sich unheimlich gut an auf kurvigen Landstraßen, auf Passstraßen. Also da lässt er sich echt toll durch die Gegend bewegen, auch in der Stadt super handlich. Man findet überall eine tolle Parklücke mit ihm, man kann ihn leicht in die Parklücke reinbuxieren. Einwandfrei, also da hat sich der Ateca bestens geschlagen und da ist auch eine Top-Kaufempfehlung für jemanden, der ein bisschen Dynamik auch haben will, muss aber den entsprechenden Motor nehmen. Klar, wer das Geld hat und den Spaß sich gönnen möchte, Cupra Ateca bestimmt. Es gab aber auch negative Seiten, die der Ateca gezeigt hat, seit ich ihn übernommen habe, letztes Jahr im Januar 2019 also. Und da zählte unter anderem die Funkfernbedienung dazu. Ja, es klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber bei der Funkfernbedienung musste tatsächlich zweimal der Akku getauscht werden. Sorry, aber selbst mit einem schlüssellosen Zugang, das kann nicht sein. Ja.
Finde ich einfach zu krass und hat mich ein bisschen geärgert. So eine Batterie kostet zwar jetzt nicht die Welt, ist aber bescheiden, wenn man dann erst einmal irgendwo zu einem Fahrzeug zurückkommt und dann funktioniert die Batterie auf einmal nicht mehr. Es gibt keine Warnhinweis, dass der Batteriestand niedrig ist oder ähnliches. Ja, das zählt mit zu den schlechteren Parts, die der Ateca hier abgeleistet hat. Des Weiteren war eben dieses Startverhalten immer ein Problem für mich. Das hat mich immer genervt. Das war es aber dann eigentlich auch schon an negativen Punkten, die der Ateca gebracht hat. Grundsolide, das Einzige, was man noch aufführen könnte, da sehe ich vielleicht noch einen kritischen Punkt, und das ist tatsächlich diese Plastikbeplankung an der Seite. Darin sammelt sich nämlich innen immer wieder Dreck, der auch gerne anfängt an Lack zu schrubben. Und wenn diese Stellen tatsächlich dann irgendwo nicht ordentlich gereinigt werden, was ich gemacht habe, dann kann es durchaus passieren, dass sich natürlich der Lack abgeschrubbert hat und es sich dort Rost ansammelt. Und das wäre sehr, sehr unschön, wenn man dann bei so einem Auto irgendwann auch noch Rost zu bemängeln hätte. Ja, bemängeln habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr viel. Monate, 14.000 Kilometer sind abgespult, das Ende naht, morgen ist die Rückgabe des Seat Ateca und ich bin insgesamt positiv beeindruckt vom Seat Ateca. Es ist ein wirklich handliches, tolles, kleines SUV mit genügend Platz für eine Familie mit einem Kind. Wer zwei Kinder hat, da wird es dann mit dem Kofferraum einfach ein bisschen eng. Dennoch muss ich sagen, gegenüber einem Leon Kombi würde ich wahrscheinlich stets den Ateca nehmen, wenn man eben mit Kindern unterwegs ist, da die Bauraumhöhe einfach angenehmer ist und die Sitzbank höher ist und man Kinder leichter rein und raus bekommt. Nicht gefallen hat mir schlicht und ergreifend der Diesel, der hier drinnen steckt. Also den 1,6 TDI, den könnt ihr euch definitiv sparen, inklusive 1.700 Euro Aufpreis dafür. Nehmt lieber den 1,5 Liter TSI, der hat 150 PS, hat ein knapp ähnliches Drehmoment, aber dafür schlicht und ergreifend eine bessere Laufkultur und auch, ihr habt euch mit 1700 Euro jede Menge Geld und Ärger im späteren erspart. Jetzt seid ihr aber dran. Eure Erfahrungen zum Seat Ateca, schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Meine Erfahrungen gegen eure, und dann schauen wir einfach mal, was unten bei rumkommt. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, zu liken das Ganze. Dann sage ich Tschüss und Servus, euer Uli.